Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen und vor allen Dingen guten Morgen wünsche ich dir. Wir wollen heute am Sonntag mal reinschauen, was so die Liebe sagt, was auf der Seite deines Herzensmenschen eventuell so los ist. Und wie immer, es ist ein allgemeines Orakel, das bedeutet, es kann mit dir zu tun haben, muss es natürlich aber auch nicht und du schaust in eigener Verantwortung. Falls es heute ein bisschen konfus ist oder der Ton zu leise ist, liegt es vielleicht daran, dass ich noch gar nicht geschlafen habe. Der Vollmond hat mich voll wach gehalten und ich dachte mir, bevor ich mich jetzt hinlege und schlafe, gucken wir zuerst nochmal, was das Universum uns so mitteilen möchte. Also schauen wir mal, was ist auf der Seite deines Herzensmenschen los. Wir haben den Hund, wir haben das Buch. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine positive Energie. Im Kopf ist auf jeden Fall, stehen hier freundschaftliche Nachrichten oder freundschaftliche Gemeinsamkeiten auf dem Plan. Dein Herzensmensch überlegt sich, wie er vielleicht ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen kann und wie man eventuell gemeinsam in eine neue Zukunft reiten kann. Wie man vielleicht auch aus dieser freundschaftlichen Beziehung heraustreten kann, um eine ganz neue Seite anzuschlagen oder aufzuschlagen. Hier wird auf jeden Fall Kommunikation stattfinden. Hier wird Bewegung reinkommen an dieser Stelle. Schauen wir mal weiter auf die Herzensebene. Bei deinem Schätzelein, was ist da los auf der Seite deines Herzensmenschen im Herzen? Die Gefühle auf der Seite deines Herzensmenschen. Oh, eine drängelt sich hier so rauf. Hier haben wir den Anker, die feste Verankerung. Auf jeden Fall ist hier schon mal eine sehr freundschaftlich zugeneigte Energie, die auf jeden Fall Bestand hat. Mit dem Fischen geht es auch direkt um eine Partnerschaft oder auch um Stabilitätsthemen, vielleicht auch finanzielle Stabilitäten. Vielleicht hast du es hier mit einem rationalen Typen zu tun, auch der, ja, auch mit dem Bären, der sehr standfest ist, der sich eventuell auch Gedanken darum macht, wie er männliche Stärke mit in das Feld geben kann. Im Herzen fühlt er sich stark, belebt, männlich. Ja, er hat Gefühle, dass er jetzt in seine eigene Kraft kommt, dass er auch in die Tiefe gehen kann, dass er vielleicht auch lernt, noch mehr auf seine Gefühle zu hören. Aber er macht es auf eine sehr, naja, männliche Art und Weise. Hier geht jemand mit dem Verstand an die Gefühle heran. Hier möchte jemand verstehen, warum fühle ich mich so, was hat diese Aktion mit mir zu tun und warum reagiere ich so? Hier ist jemand dabei, sich selber näher kennenzulernen und höchstwahrscheinlich ist dein Gegenüber einfach auch in dieser, ja, in dieser Vollmondenergie, wo er neue Dinge über sich lernt, aber auch gleichzeitig merkt, wo er tief in sich verankert ist, was ihm gut tut und was ihm nicht mehr gut tut. Ich würde ganz gerne mal wissen, was mit dem Reiter hier los ist. Worauf reitet der Reiter hier eigentlich zu? Können wir mal schauen, was liegt hier denn so in der nahen Zukunft? In der nahen Zukunft haben wir immer noch die Mondenergie. Es ist noch nicht entschieden, aber es ist sehr interessant. Der Mond ist eben auch gefallen in der Tagesenergiebotschaft auf meinem anderen YouTube-Kanal. Und der Mond steht eigentlich immer so ein bisschen für unbewusste Themen. Ja, man könnte hier sagen, dein Herzensmensch, ja, dein Gegenüber, ist sich in den Gedanken nicht klar, wohin die Reise führt. Vielleicht macht ihm das auch ein bisschen Angst, dass er dadurch seine eigene Standfestigkeit einbußen könnte. Weil obwohl er Gedanken sich macht, wie eine gemeinsame Zukunft ist, obwohl er sich Gedanken darüber macht, wie aus Freundschaft mehr werden kann, ist es ihm doch trotzdem schleierhaft oder unbewusst, wie eine Beziehung wirklich aussehen wird, wohin die Reise wirklich geht. Auf der Unterseite des Decks haben wir hier auch noch den Baum, was in Kombination mit dem Bären auch eine sehr angenehme Energie ist. Im Allgemeinen haben wir hier sowieso eine sehr tierlastige Legung, würde ich mal sagen. Diese Legung hat viel Lebendigkeit, ja, da ist viel Bewegung drin, sowohl im Herzen als auch im Kopf. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass das deinen Gegenüber belastet oder ihn anstrengt, sondern es ist einfach
Ja, die Beschäftigung mit diesen unterschwelligen Gefühlen oder diesen unbewussten Gedanken zum Thema Partnerschaft, die wählt er sich schon ganz bewusst auch selber aus. Ich habe das Gefühl, dass es hier jemanden gibt, der einfach keine Lust mehr hat, in seinem alten Zyklus zu verweilen und deswegen auch neue Wege gehen möchte, auch wenn er nicht weiß, wohin der Weg so ganz genau führt. Aber hier spürt man auf jeden Fall Mut und Willensstärke und auch emotionale Reife. So, schauen wir mal. Oh, entschuldigt bitte. Ein kleines Erdbeben im Stativ. Der Ratschlag aus den Karten der Inspirationen lautet: Entspanne dich. Atme bewusst ein und aus, tief und ruhig. Alles passiert genau so, wie es geschehen soll. Also, ganz ruhig, Brauner. Hier ist alles im göttlichen Zeitmaß, alles ist perfekt getimed und wenn es so sein soll, dann soll es so sein und dann wird es auch so kommen. Mit den Fischen und dem Anker hier unten im Herzen ist diese Beziehung auf jeden Fall von Dauer. Ob es jetzt sich um eine freundschaftliche Verbindung weiterhin handeln wird oder ob dieser Mensch vielleicht ja, endlich herausfindet, was er wirklich möchte. Es ist trotzdem eine stabile Beziehung. Also so viel kann man schon mal sagen. Hier schlägt man nicht jetzt das Buch zu und beginnt mit jemand Neuem, sondern hier blättert man um und beginnt ein neues Kapitel vielleicht. Wir schauen noch mal ins Erat Aliquando Orakel und klären hier noch mal ein bisschen was. Okay, die Geduld. Ich glaube, wir bekommen heute nicht mehr ganz so viele Nachrichten, die weitergehen, weil dein Herzensmensch braucht einfach auch seine Zeit, um durch seine Prozesse zu gehen. Genauso wie du Zeiten hast, wo du für dich sein möchtest, genauso wie du Zeiten brauchst, um zu regenerieren, wo du herausfindest, was du möchtest, wo du dich um deine Sachen kümmerst, genauso braucht diese Zeit auch dein Gegenüber. Die Tagesenergiezahl ist heute übrigens die 999 und sie sagt, du darfst glücklich sein und zufrieden mit dem, was du hast. Und vielleicht geht es heute am Sonntag tatsächlich darum, dass du erstmal bei dir ankommst und dein Herzensmensch ebenso bei sich ankommt. So, aber ich nehme jetzt hier trotzdem noch eine zweite Karte. Vielleicht kriegen wir noch eine zweite und eine dritte Erat-Alequando-Karte und gucken mal, was wir hier noch so mitbekommen. Also zum einen haben wir hier noch mehr Bewegung. Ach, guckt mal, wie schön. Die Nachtigall. Das Abendlied der wahren Liebe. Es ist jetzt zwar früher Morgen, aber eigentlich ist es noch in der Nacht. Aber hier gibt es einfach schon so, ja, so ein Gespür in der Luft, dass da mehr möglich ist. Und mit der Kutsche haben wir hier eine ähnliche Energie wie mit dem Pferd bzw. dem Reiter hier unten. Hier spannt jemand einfach die Rösslein vor. Ja? Hier geht es weiter. Aber vielleicht muss dieser Mensch erst einen Kurs machen, ja, einen Kutscherkurs, um zu wissen, wie er das Pferdchen zu nehmen hat, um zu wissen, was er da tut, wie er die ganze Kutsche auch lenken kann. Vielleicht versucht dein Gegenüber auch tatsächlich noch mehr Standhaftigkeit einfach in sein eigenes Leben zu bringen, noch mehr, ja, männliche Eigenschaften zu kultivieren, könnte man sagen. Aber währenddessen flötet ihm hier diese kleine Nachtigall doch immer wieder ins Ohr, dass da noch so viel Potenzial ist, dass es da die Möglichkeit gibt, sein Herz aufzuschließen, mit jemandem zusammen in die Tiefe zu gehen, eine stabile Beziehung aufzubauen, die auch Bestand hat und die vor allen Dingen auch vielleicht Themen, die für ihn nicht greifbar sind, mit dieser Mondenergie und auch mit dieser weiblichen Energie, die der Vollmond mitbringt, dass er vielleicht auch insgeheim den Wunsch hat, dass er hier in die Ankerung geht, in die Erdung und du dann die Energien runterchannelst. Weil in einer richtig guten Beziehung wären die weiblichen und männlichen Energien in dem Maße aufeinander bezogen, dass der Mann immer wieder die Frauen erdet, die Frau auf den Boden der Tatsachen zurückholt und die Frau immer aus dem Feld der Möglichkeiten gebärt, aus dem, ja, aus dem Kosmos heraus Energie bezieht, dass sie dann wiederum in Kreativität umwandeln kann und dann ein schönes Heim macht, ein gutes Essen kocht und so weiter und so fort. Also, das sind jetzt so Klischeesachen, ich weiß, regt euch nicht auf, aber es geht darum,
diese Symbiose hier miteinander zu haben, ja, wie die beiden Fischchen hier, dass der eine seinen Part übernimmt, sein dickes Fell hat für die Außenwelt und ja, mit den Tatzen in der Erde gräbt und hier so diese ganzen starken männlichen Verwurzelungen auch annimmt, hier auch mit der Natur im Reinen ist. Und du wiederum bist für ihn dann das perfekte Gegenstück, das Puzzlestück, das ihm noch fehlt, um auch diese emotionalen und vielleicht auch spirituellen Themen für ihn in den Alltag zu übersetzen. Also eigentlich ist es eine schöne Energie, aber auch ein bisschen eine langsame Energie. Ja, Geduld, Geduld, entspannen wir uns alle ein bisschen. Und ich würde sagen, weil wir hier eh schon so viele Tiere liegen haben, nehmen wir jetzt auch noch eine Karte aus dem Orakel der Krafttiere von Colette Byron Reed und schauen mal, was wir hier heute noch mitbekommen. Also, liebes Universum, was darf ich denn meinen Zuschauern heute hier mit auf den Weg geben? Für dich als Zuschauer oder als Zuschauerin habe ich hier heute noch Folgendes. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Elefant. Noch etwas sehr Standfestes und Majestätisches, ein bisschen größer als der Bär. Der Elefant, Karte Nummer 14. Lerne aus der Vergangenheit, sagt diese Karte. Vielleicht analysiert er tatsächlich auch nochmal, was zum Scheitern seiner vorherigen Beziehung geführt hat. Vielleicht macht er sich Gedanken darüber, an wen er hier auch sein Herz verschenkt hat, wo er vielleicht auch Teile seines Herzens gelassen hat. Und ja, wo er vielleicht auch Fehlerpotenzial in seinem Verhalten lag. Vielleicht ist hier jemand tatsächlich dabei, diese unbewussten Themen endlich mal anzuschauen. Denn wir alle tragen ja unser Päckchen mit uns herum. Na, nicht nur wir als Zuschauer, sondern auch unsere Gegenübers. Also, die Botschaft des Orakels lautet, auch wenn wir uns oft wünschten, wir könnten die Vergangenheit hinter uns lassen, erinnert uns der Geist des Elefanten daran, dass Erinnerungen bedeutsam sind. Wir müssen die Weisheit früherer Generationen respektieren, in deren Traditionen, die sie an uns weiterreichen, der Respekt vor der Gemeinschaft und die Verbundenheit ihrer Mitglieder untereinander zum Ausdruck kommt. Was gestern war, prägt das, was wir heute erfahren, und niemals dürfen wir unser Erbe der Stärke und Würde vergessen. Der Geist des Elefanten tritt mit seiner Botschaft auf, dass wir würdigen sollen, was vor uns kam, um daraus zu lernen. Wir alle sind erinnerungsorientierte Wesen und wir müssen wissen, woher wir kommen, um zu verstehen, wo wir jetzt sind und wohin wir gehen. Dabei können die Geschichten über das, was du persönlich erfahren hast, die Geschichten in unserem kollektiven Gedächtnis und die Geschichten der Beziehungen, die du hattest, auf sehr unterschiedliche Weise erzählt werden. Welche Art von Geschichte wirst du erzählen? Der Geist des Elefanten ermutigt dich, ihr eine Form zu geben, die in dir ein Gefühl der Stärke und Würde bewirkt. Denn du erweist dir selbst Respekt, indem du dich dafür entscheidest, aus deiner Vergangenheit zu lernen. Der Allgeist hat seine Freude an deiner Bereitschaft zu lernen und zu wachsen. Ja, ich finde, das ist eine schöne Botschaft, so sehr es beim Vollmond-Energie auch darum geht, Dinge loszulassen und das Energiefeld zu klären und vielleicht auch so ein bisschen sich mit seinen eigenen Energien zu beschäftigen. Genauso geht es auch darum zu schauen, wo komme ich her, was bringe ich mit, wo will ich hin und wo stehen wir jetzt. Ja, da fällt mir spontan dann wieder auch nur ein Rio Reiser Song zu ein. Mein Gehirn spielt den gerade sehr intensiv im Hintergrund ab. Ich werde ihn mal bei Telegram reinstellen. Ich glaube, den Link zu Telegram findest du auch unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir erstmal einen ganz zauberhaften Tag. Gehab dich wohl, denk dran, kümmere dich gut um dich. Sorg dafür, dass du auch glücklich bist. Und lass deinen Herzensmenschen mal machen. Ja, es ist hier an der Zeit, dass er lernt, in seine Männlichkeit zu kommen und herausfindet auch, was er braucht und was er möchte.
Und wenn er dann soweit ist und ihm die Nachtigall genug ins Ohr getrötet hat oder geflötet hat, je nachdem, vielleicht trötet ihm der Elefant ins Ohr und die Nachtigall flötet ihm ins Ohr, irgendwann wird er sich da in die Kutsche setzen, wenn er da seinen Kurs beendet hat, wird das Rösslein vorspannen und wird dann auch auf dich zukommen. Die Energien sind hier ganz, ganz positiv, aber dieser Mensch ist glücklicherweise oder wunderbarerweise dabei, sich selbst näher kennenzulernen, an sich selbst zu arbeiten. Und das ist natürlich immer sehr hilfreich, weil man dann nicht mit diesen ganzen Altlasten in eine neue Beziehung hineingeht. Also ich finde es auf jeden Fall schön. Gut, ihr Lieben, dabei belassen wir es heute. Wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich total über ein Like oder Kommentar oder Abo. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich gehe jetzt auf jeden Fall schlafen. Bis dann. Ciao.